Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres KSP Let's Plays und wir bauen heute den Miner 2.0. Und zwar, während dem Stream habe ich unseren anderen Miner ausprobiert. Der ist leider hops gegangen und deshalb bauen wir jetzt im selben Prinzip den Miner einfach nochmal neu. Dafür habe ich ein paar Dinge vorbereitet. Und zwar zum einen unsere Steuereinheit verbunden mit einem Erztank, der 750 Erz fassen kann. Wer das letzte Mal den Miner mitbekommen hat, wie wir den gebaut haben, der konnte 1500 fassen. Und das war ein bisschen zu viel. Da war der Aufwand von dem, was ich an Leistung bringen musste, einfach zu hoch. Und wir hatten zu wenig Treibstoff. Das hieß für mich, okay, gut, wir hauen einfach nochmal einen Tank mit ran. Bringt zwar weniger Erz, wir verbrauchen im Großen und Ganzen wahrscheinlich mehr Treibstoff, aber wir nutzen das Ganze mal so. So, natürlich, was ich noch gemacht habe, so ein bisschen fürs Aussehen, habe ich uns oben nochmal einen extra Tank dran geknallt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir den aussehen lassen. Also hier, ne, wir sehen schon, der sieht doch eigentlich ganz schick aus. So, was jetzt natürlich als nächstes wichtig ist, ist einmal unser Strom. Dass wir eine dauerhafte Stromversorgung haben, den werden wir in doppelter Ausführung dran klatschen. Und zwar auf einer Höhe, so dass wir ungefähr mit dem Dockingport auf einer Höhe sind. Dann der nächste wichtige Part, das wird, oh, ich habe da vergessen auf gespiegelt bzw. die Symmetrie einfach auszubauen. Dann kommt als nächstes unsere Bohreinheit, die passt hier auch wunderbar dran, wir können die auch schön platzieren, finde ich sehr schick. So, jetzt kommt natürlich ein ganz wichtiger Part, und zwar wir brauchen Landebeine, wir brauchen Batterien, wir brauchen Monotreibstoff, wir brauchen eine Halterung, um das Ganze ein bisschen hier von unserem Dockingport fernzuhalten, und wir brauchen Steuerdüsen und am besten noch ein bisschen Flüssigtreibstoff und Oxidator. Und dafür habe ich uns dieses Teil hier gebaut. Dieses Teil hier besteht, wenn es fertig verbaut ist, aus, man sieht es, vier Elementen. Ich setze das Ganze jetzt auch wieder schön bündig hier an. Wir zoomen mal rein, dass wir das hier sehen. Ja, kann man so lassen, auf jeden Fall. Und somit haben wir sämtliche Versorgungsgüter, die wir brauchen, auf jeden Fall dabei. Wir haben hier Strom mit insgesamt 4x400, also 1600 elektrischem Strom als Speicherplatz. Wir haben hier Monotreibstoff, 4x50 im Maximum, das sind dann 200 Monotreibstoff, ist auf jeden Fall auch echt eine Hausnummer. Und ja, insgesamt haben wir jetzt schon theoretisch auf Körben mit einem leeren Erztank wohlgemerkt, das dürfen wir nicht vergessen, da ist noch nichts drin, schon ein Schubgewichtsverhältnis von 1,3 und im Vakuum sind wir bei 2,14. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer und wir haben 2415 Meter pro Sekunde, das denke ich mal wird auch reichen. Wir hatten das letzte Mal, also im Stream, den ihr übrigens jeden Sonntag bei mir auf Twitch verfolgen könnt, haben wir gemerkt, dass da die Leistung nicht so ganz gepasst hat. Im Großen und Ganzen. Und auch die Kühlleistung ist mir aufgefallen, war nicht stark genug. Da kommen wir jetzt dazu. Und zwar werden wir erstmal einen Heat Exchanger mit einbauen, der uns noch ein bisschen, extra mit Kühlung versorgen kann, weil wir werden auch in vierfacher Ausführung hier Kühlelemente außenrum platzieren, um uns nun mal komplett abzusichern mit der Kühlung, wurde halt dieser Tank noch mit dazu geknallt.
wichtiges Element, die Kühlelemente, weil ohne die wäre die Bohrung gar nicht machbar. So, jetzt ist unser Gefährt natürlich in erster Linie eigentlich auch schon fertig. Was wir jetzt noch machen, ist Aktionsgruppen festlegen. Ziemlich wichtig, da wir einige Dinge haben, die aktiviert werden müssen. Und dazu gehört zum einen das Kühlmodul. Da müssen wir auch schauen, dass wir das auch richtig treffen. Wir können das mit Kühlmodul ein- ausnutzen. Dann können wir das immer mit nur einem Tastendruck auch schon direkt an- und ausschalten. Ich sehe hier Benutzer definiert 2, war schon so eingestellt. Mal kurz durchschauen. Okay, da ist alles noch cool. Dann, was wir ja auf jeden Fall auch brauchen, ist in Benutzer definiert 2 einmal unseren Strom. Und zwar Solarmodul ausfahren. Und jetzt bin ich etwas verwirrt, weil ich extra das Solarmodul getauscht hatte, dass man es wieder einfahren kann. Aber es scheint nicht der Fall zu sein. Deswegen ist es auch ganz gut, Action Groups anzulegen. Die zeigen einem nämlich sowas dann auch an, wenn man vielleicht von was anderem ausgegangen ist. Jetzt haben wir hier an der Stelle ein kleines Problem und müssen deshalb die Kühlmodule nochmal rausnehmen. Wir müssen das Ding hier einmal nicht so drehen, auch nicht so drehen, sondern so drehen. Und jetzt sehe ich ja, ich brauche noch einen Abstandhalter. Und den müssen wir uns jetzt selbst mal kurz konstruieren. Da bin ich mir jetzt gerade ein bisschen unsicher, wie ich den konstruiere. Aber da lassen wir uns was Schönes einfallen. Es gibt ja verschiedene Konstruktionsmöglichkeiten. Hier haben wir zum Beispiel eine klassische. Da setzen wir einfach einmal so ein Modul hier dran, nutzen das Bewegen-Werkzeug und schieben das einfach mal bis circa zur Hälfte rein. Schon sieht das Ganze ziemlich vernünftig aus. Und dann gibt es noch so kleine coole Elemente. Das sind diese hier. Damit können wir nochmal Kreisform erzeugen. Und dann können wir hier jetzt irgendeine kleine Platte oder ähnliches draufschrauben. Hier, perfekt. Das ist eine ideale Aufnahme. Da müssen wir nur schauen, dass wir uns einmal auch so ausrichten, dass das einloggen kann. Ist halt immer ein bisschen ein Gefuddel. So. Jetzt, weil wir natürlich nicht diesen äußeren Ring haben wollen, drehen wir das Ganze einfach einmal. Und schon haben wir hier eine Platte. Ah, es ist noch nicht ganz. So sieht das Ganze doch schon mal ganz gut aus. Dann bewegen wir das noch ein kleines Stück hier raus. Und schon sieht das aus wie gewollt. Und wir können unsere Solarmodule hier drauf platzieren. Was hier natürlich jetzt auch wichtig ist, ist, dass wir das Ganze schön mittig auch platzieren. Da wir das Ganze jetzt hier einmal einzeln ausrichten müssen, ja, das hier halt ein extra Bauteil ist, haben wir jetzt ein bisschen Zeit, um uns das hier vielleicht ein bisschen genauer anzuschauen. Und mal ein bisschen rein zu zoomen. Und wir sehen schon, wir sind nicht gut in der Mitte. Da spielt mein Perfektionist wieder mit. So. Das sieht doch gut aus. Jetzt können wir das Ganze noch ein klein wenig versenken. Dann sieht das Ganze auch bündiger aus. Dasselbe machen wir nochmal auf der anderen Seite. Da sehen wir nämlich auch, es war zwar relativ gut gesetzt von der Höhe, aber halt nicht perfekt. So. Und schon haben wir unsere Solareinheiten angebracht. Dann können wir auch wieder
unsere Kühlmodule hier anbringen. Und zack. Wunderbar. Und somit ist unser Miner fertig. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Und wenn wir uns vielleicht auch immer im Stream sehen. Andernfalls würde ich sagen, bis Freitag und haut rein. See ya.